Servus Leute, herzlich willkommen vor meinem Schminktisch, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt oder in meinen vorherigen Videos erfahren habt, geht's heute wieder meiner Schminksammlung an den Kragen. Wir haben wieder einiges auszusortieren. Wenn ihr auf die Massen steht, ich habe das vor einem halben Jahr schon mal gemacht und gefühlt die Hälfte aussortiert, also ich verlinke euch das mal unten. Außerdem ziehen diese Videos immer extrem viele neue Zuschauer an, deswegen herzlich willkommen an alle Neuen. Ich bin Agnes und ich würde freuen, wenn ihr mich abonniert. Und jetzt kommen wir zur Sache. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Madame Tam Tam und ihrem Vorgehen in dieser Sache, sagen wir mal. Und möchte auf jeden Fall auch wieder meine Schminksammlung aussortieren. Es gibt nämlich super viele Produkte, die ich einfach überhaupt nicht gern benutze und von denen würde ich mich gerne trennen. Außerdem ist es auf meinem Schminktisch total oft mega chaotisch, was für mich im Endeffekt einfach nur bedeutet, ich habe noch kein System gefunden, was für mich funktioniert. Deswegen möchte ich ihn auch komplett umsortieren und danach anders einräumen. In der Hoffnung, dass das System für mich besser funktioniert. Denn zum Beispiel in meinem Kleiderschrank hat das super geklappt. Die Ordnung, die ich jetzt habe, die kann ich perfekt halten, denn sie ist genauso, wie ich sie haben möchte. Also gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir ans Sortieren. Und weil ich euch nicht 4 Stunden lang hier festhalten will, werde ich dieses ganze Video in mehrere Teile aufteilen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich bisher sortiert habe, dann erzähle ich euch, wie ich aussortiere und sortiere auch schon die ersten Produktarten mit euch aus. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich will das Video nicht ewig in die Länge ziehen. Und dann kommt vielleicht noch Teil 2 und vielleicht sogar noch Teil 3, je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Letztes Mal habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Stunden insgesamt dafür gebraucht. Also, wir werden sehen. Dieses Mal habe ich mir so Boxen hier zu Hilfe genommen, wo ich verschiedene Produktkategorien reinsortieren werde, sodass mein Tisch komplett leer ist und dann pro Kategorie aussortieren. Ich glaube, das macht Sinn. Aber jetzt zeige ich euch erstmal noch kurz, wie es überhaupt aussieht. Wie ihr vielleicht schon seht, ist das Ganze nicht so super ordentlich. Fangen wir vielleicht am besten mal oben an. Ich habe hier ein Regal oben drüber. Das ist eine riesige Foundation-Sammlung, die mir so zugeschickt worden ist für L'Oreal. Ich habe beschlossen, ich werde mich doch von allen Farben trennen, die mich nicht betreffen. Ja, und es gibt vielleicht im nächsten Video dann eine Verlosung, wenn ich fertig bin. Also vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Hier haben wir meine ganzen MAC-Lippenstifte, hier haben wir meine Liquid Lipsticks, ein paar Foundation Sticks und Lidschatten. Es geht weiter mit vielen, vielen Lippenstiften und Parfum, weitere Lippenprodukte, Lip Liner und Eyeliner. Hier unten sind dann meine Lidschattenpaletten, ein paar Base-Produkte und meine Pinsel, die ich übrigens auch aussortieren werde. Hier bin ich in einem dreckigen Spiegel. Hallo! Das mit der Schminkbox wollte ich eigentlich mal einführen, das hat aber nicht so wirklich für mich funktioniert. Ich möchte das ein bisschen strikter durchziehen. Das hier ist die große Schublade. Hier vorne sind Highlighter, oben drüber Bronzer. Es geht weiter mit Blush, dann Concealer, Puder, Augenbrauenprodukte und ein paar Eyeliner. In der zweiten Schublade sind meine Tools verstreut, also ihr seht schon, so richtig System ist da nicht dahinter. Was ich auch mit in Angriff nehmen werde, sind diese Schubladen hier. Wenn ich mir mal kurz gestatte, das mit dem Fuß aufzumachen. Da ist hauptsächlich Krempel und Krimskrams drin. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern. Hier sind ein paar Produkte drin verstreut. Und hier oben sind meine Nagel. Glück gehabt, alles gut. Nichts ist zu Bruch gegangen. Ich habe das Ganze mal in Sicherheit gebracht. Ihr seht schon, wie mega, mega staubig das ist. Das kommt daher, weil ich mich sehr schwer tue, hier Staub zu wischen. Ich schiebe das immer vor mir her. Weil einfach so viel rumsteht und das will ich auch irgendwie ein bisschen ändern. Ich will diese ganzen Sachen, die offen stehen, gern in diesen Schubladen verstauen. Und ja, das Zeug, was in den Schubladen ist, entweder aussortieren oder woanders unterbringen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, der leere Schminktisch. Bitte erschreckt nicht vor dem ganzen Staub. Ich hatte gerade Klausuren und habe mich sehr lange nicht geschminkt und auch sehr lange nicht geputzt, ja? Was ist los mit dir? So, hier sind noch ein paar Produkte, die sonst so auf meinem Schminktisch standen. Das Urban Decay All Nighter Setting Spray benutze ich vor allen Dingen, wenn ich Lidschatten auftrage und den sehr intensivieren möchte. Dann sprühe ich das vorher auf meinen Pinsel. Das hier benutze ich, um kleine Patzer wegzumachen. Das hier benutze ich, um meinen Beautyblender anzufeuchten. Das hier benutze ich teilweise als Fresh-Up vor oder nach dem Make-up-Spray. Das hier ist ein Körperspray von Balea. Das ist schon so alt, das kommt jetzt weg.
Dann haben wir noch einen Haufen Duftproben und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Parfums. Grundsätzlich nicht. Das hier ist was ganz anderes. Das ist ein Klebestift für Wimpern, die ich hier habe, die ich auch nicht benutze. Die beiden Sachen sind auch so alt, dass ich die, glaube ich, auch einfach weggeben werde. Genauso wie alle diese Proben. Diese Schublade werde ich fürs Erste so lassen, weil ich mit der eigentlich ziemlich gut klarkomme. Also hier sind meine Beautyblender drin, eine Schere braucht man immer mal im Schlafzimmer, auch für irgendwelche ja, Klamottenschildchen oder so. Ein Lippenpeeling, das hier ist so ein Mini-Einklingenrasierer. Dann haben wir hier Wimpernzangen und Pinzette und so ein Bürstchen. Und hier ein Tangle-Teaser und zwei so Spangen, um mir die Haare aus dem Gesicht zu klipsen. Da oben sind nur Spitzer und so ein paar random Sachen, die ich nur super selten brauche. Also das darf so bleiben, wie es ist. Ich werde mal durchwischen, aber ansonsten hier nichts verändern. Bei den Düften bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich was aussortiere. Also die Parfums, das hier würde ich vielleicht aussortieren, weil das trage ich eh nicht. Ich habe von diesen Victoria's Secret Düften ein paar. Ich muss die nochmal alle riechen und gucken, welche mir am besten gefallen. Das hier mag ich übrigens auch richtig gern von The Body Shop. Ich muss mal gucken, welches davon ich vielleicht wegtue. So, das hier sind die Kisten, bevor ich irgendwas weggetan habe. Lippenprodukte mit Abstand am meisten, Augenprodukte, Lidschattenpaletten, Grundierungsprodukte, also Foundation, Concealer und Puder. Das sind so Sachen wie Highlighter, Bronzer, Contour und Blushes. Und das hier sind Augenbrauenprodukte. So, dann sortiere ich jetzt mal Pinsel aus. Alle diese Pinsel sind dreckig, denn ich wollte sie nicht waschen, bevor ich sie aussortiere. Hier geht's los mit Puderpinseln, den habe ich gerade erst ausgepackt. Der ist tatsächlich ganz weich, den tue ich aber zu meinen Reisegrößen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich diesen hier aussortieren, denn ja, der ist tatsächlich relativ pieksig unter den Augen. Vielleicht würde ich den noch als Blushpinsel benutzen, mal schauen. Dann haben wir hier Concealerpinsel, da werde ich diesen hier von Urban Decay aussortieren. Der ist nämlich ebenfalls sehr, sehr kratzig und gefällt mir nicht. Außerdem diesen Pinsel hier von Evelyn, der irgendwie, keine Ahnung, den mag ich irgendwie auch nicht mehr. Dann Foundation Brushes. Da muss ich sagen, bin ich unsicher. Ich würde wahrscheinlich diese drei lilanen hier aussortieren, beziehungsweise diese zwei auf jeden Fall. Die gefallen mir einfach irgendwie nicht. Ich komme nicht gut mit denen zurecht. Für Foundation benutze ich meistens diesen hier. Manchmal der, der ist meine zweite Wahl. Den benutze ich eigentlich fürs Konturieren, was ein bisschen komisch ist, aber ich mag den dafür, oder sagen wir fürs Bronzen. Dafür mag ich ihn sehr, sehr gerne. Genauso dieser hier, den benutze ich auch eher zum Bronzen. Und auch den mag ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier Augenbrauenstifte, Pinsel meine ich. Ich benutze eigentlich nur den großen, den hier kann ich eigentlich wegtun. Blushpinsel, da muss ich sagen, benutze ich diesen hier überhaupt nicht. Der ist mir irgendwie viel zu pieksig. Eigentlich benutze ich nur diesen hier als Blushpinsel. Deswegen würde ich da diesen Puderpinsel noch mit dazu geben. Dann habe ich zwei. Dann kommen wir zu Konturpinseln. Da habe ich ein paar, also drei Stück, um genau zu sein. Am liebsten mag ich den hier. Dieser hier für Cremeprodukte. Und den hier mag ich eigentlich auch für Cremeprodukte zum Bronzen. Also werde ich die alle drei behalten. Highlighterpinsel, diese drei hier liebe ich total. Und die haben mich meine Pinsel auch reflektieren lassen. Und ich möchte jetzt einfach in Zukunft in hochwertigere Pinsel investieren. Genau, der hier ist von Evelyn, der kommt weg. Der ist nämlich auch ein bisschen zu pieksig. Weil nachdem ich diese hier von Sigma bekommen habe, durch die Kooperation, also seitdem weiß ich einfach, was für einen riesen Unterschied das macht. Deswegen kam der von Evelyn weg. Auch hier bei den Fanbrushes ist der von Sigma einfach tausendmal besser. Deswegen kommt der von Evelyn auch weg. Lidschattenpinsel. Das hier sind meine ganzen ja, Blendepinsel mehr oder weniger. Und da werde ich eigentlich auch alle behalten. Bis auf, welcher war das? Irgendeiner war pieksig. Genau dieser hier, der gelbe. Der ist mir irgendwie zu stachelig vorne. Den mag ich nicht so gern benutzen. Alle anderen sind eigentlich super, zumindest für ihren Zweck. Gut, dieser hier ist nicht so toll. Den werde ich vielleicht auch einfach mal wegtun. Die zwei großen sind zum Blenden eigentlich ganz okay. Sind zwar auch relativ pieksig, weil das echt heiß ist, aber sind ein bisschen größer, dann geht's. Dann kleine flache Lidschattenpinsel. Da werde ich diesen hier auf jeden Fall mal weggeben. Diesen hier, der ist mir auch zu pieksig. Mit dem hier kann ich auch gar nichts anfangen. Wobei, so Eyeliner verblenden geht mit dem eigentlich ganz gut. Vielleicht behalte ich den doch. Und alle anderen sind so ein bisschen Präzisionspinsel, die ich dann doch ab und zu mal benutze. Und hier, ja, da muss ich sagen, da kommt diese hier weg, die ist schon ein bisschen verbogen. Alle anderen werden halt auch noch sauber gemacht.
Also kommen jetzt alle Pinsel in die Waschanlage. So, das sind die Pinsel, die ich aussortiert habe. Okay, mein Schreibtisch oder Schminktisch besser gesagt ist komplett leer geräumt. Auch dieses kleine Regal, das Regal haben wir irgendwann mal vor 10 Jahren oder so im Supermarkt gekauft. Der Schminktisch ist ein Schreibtisch von IKEA, die Lampe ist vom Obi. Diese Fächer hier sind von Kaufland, das hier ist von Amazon, das hier ist einfach nur ein Karton. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hier alles ordne. Mein Problem ist, dass hier nicht mehr als eins reinpasst. Also hier passt kein zweites mehr davon dahinter. Auch wenn man sie so rumstellt, passt es nicht richtig. Auch dann passt das hier leider nicht hin. Also es ist noch nicht ideal. Ich muss mal gucken, wie ich meine Fächer am Schlauesten einsetze. Aber ich würde sagen, lasst uns mal mit dem Aussortieren beginnen. So Leute, dann sortieren wir jetzt mal meine Puderprodukte oder Gesichtsprodukte zuerst aus. Also wir haben hier alles Mögliche. Ich kann ja erstmal die Paletten beiseite tun und dann mal sortieren nach Bronzer, Highlighter, Blush. Das sind auch Paletten. So, also ich muss sagen, so wahnsinnig viele Produkte sind das jetzt nicht mehr im Gegensatz zu früher. Fangen wir mal mit Bronzern an. Mein absoluter, oder sagen wir mal, mein absolutes Lieblingskonturpuder ist dieses hier. Das ist von Nutralux und das war mal eine Limited Edition zusammen mit der Glossy Box, glaube ich. Das benutze ich fast jeden Tag, trotzdem ist es noch nicht ansatzweise leer. Ich werde es behalten, weil es eins meiner Lieblingsprodukte ist. Außerdem diese zwei Bronzer hier von Trend Up, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die behalte. Eigentlich sind die ganz nett. Ich sollte die einfach mal öfter benutzen. Was ich auch super finde, ist dieser Bronzer hier von The Body Shop. Das ist der Honey Bronzer. Der ist relativ neutral. Das hier habe ich auch früher super, super oft benutzt. Das war eins meiner ersten Make-up-Produkte. Von Catrice der Sun Glow bzw. das Matte Bronzing Powder. So sieht das aus. Chaplin, du darfst es nicht abschlecken. Das werde ich, glaube ich, mal aussortieren, weil das ist in der Farbe sehr ähnlich zu dem von The Body Shop und das ist auch schon uralt. Das ist mein einziges Cushion-Produkt, mein Cushion-Bronzer von L'Oreal. Ja, Hasi, ich liebe dich. Komm her. Genau, was ich, glaube ich, auch aussortieren werde, ist dieser Bronzer hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist von Alverde, wie ihr ja sehen könnt. Der ist relativ, wow, außerdem ist der, glaube ich, nicht mehr ganz gut, relativ hell, sehr rötlich. Also nein, Chaplin, ich glaube nicht, dass mir der noch so gut gefällt. Ja, ich glaube, der kommt auch weg. Ansonsten habe ich aber auch noch viele Bronzer- und Konturprodukte in Palettenform. Also da habe ich noch diese hier von Trended Up, die ich super, super gerne mag. Also die kann ich nur empfehlen. Und ein Creme-Produkt von L'Oreal, was ich gerade nicht aufbekomme. Da finde ich allerdings nur die Bronzer-Seite gut. Das würde ich diesen Sommer nochmal benutzen. Ich würde ihm nochmal eine Chance geben. Danach würde ich es wahrscheinlich weggeben, wenn ich es diesen Sommer nicht so viel benutze. Weil letztes Jahr habe ich es nicht so viel getragen. Außerdem in dieser Palette, das ist die Rose Golden Palette von Zu Eva. Da ist auch ein super, super schönes Konturpuder drin. Das ist total kühl. Gefällt mir auch richtig gut. Genau, und das ist alles an Contour und Bronzer, was ich behalten möchte. Zwei Produkte habe ich ja jetzt aussortiert. Dann Highlighter. Mit meinen Highlightern, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so glücklich. So, das sind alle, die ich habe. So richtig leiden können, tue ich eigentlich nur das hier. Ich kann gar nicht glauben. Achso, meine Sigma-Palette, die ist jetzt halt bei den Lidschattenpaletten irgendwie mit sortiert. Das hier mag ich ganz gern. Das ist ein Produkt von Love. Das heißt The Glorious Highlighter und Bronzing Palette. Also die finde ich ganz schön, benutze ich ganz gerne. Diese drei Produkte von L'Oreal, mit denen komme ich nicht so klar. Die lassen sich nur super, super schwer verblenden. Deswegen, glaube ich, trenne ich mich da von allen drei. Der hier ist ganz schön, das ist ein goldenes Highlight von L'Oreal. Das ist so ein Cream-to-Powder-Produkt. Und ja, das ist richtig, richtig krass, aber fast schon zu krass für den Alltag. Ich finde es trotzdem mega schön, deswegen werde ich es behalten. Und noch ein Produkt, was eigentlich für die Augen ist, ist eigentlich eine Eyeshadow Base von Trended Up, die man aber auch sehr schön als Highlighter tragen kann. Werde ich auch behalten. So, bei diesen drei Produkten hier bin ich mir wirklich nicht sicher. Das ist von Soap & Glory der Glow All Out Highlighter. Den habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Der ist super, super pudrig, ziemlich pinkig. Ich glaube, von dem muss ich mich auch trennen. Und dann haben wir hier noch zwei Highlighter von L'Oreal.
Der hier ist relativ kühl und der ist sehr eisig. Ich weiß nicht, ich gebe denen nochmal eine Chance, den beiden Chaplin, nein, hör mal auf, mich abzuschlecken. Genau, dann werde ich diese Highlighter-Produkte behalten und natürlich das von Sigma, was ich erst bekommen habe, was ich total liebe. Wobei ich gerade sehe, das hier ist eigentlich auch noch Highlighter. Das Problem ist, dass es eigentlich eher Bronzer ist, weil es so dunkel ist, dass es halt schon ein dunkler Strich ist, wenn man das als Highlighter aufträgt, ist das schon fast zu krass. Wobei das goldene Produkt hier sehr, sehr schön ist. Also die werde ich auch behalten. Wobei das eher noch Bronzer-Produkte sind. Also richtig, richtig krasse Schimmer-Bronzer. Das waren Highlighter. Blushes. Hier werde ich mich vielleicht auch von dem einen oder anderen trennen. Und zwar zum Beispiel hier von meinem letzten Catrice Blush, was sich wacker gehalten hat. Davon hatte ich früher alle, aber ich muss ehrlich sagen, obwohl ich die Farbe so gern mag, ich tendiere einfach überhaupt nicht mehr dazu, das zu benutzen. Deswegen kommt das weg. Hier habe ich ein LE-Produkt von P2. Das ist auch schon uralt. Und ich würde sagen, dieses Pink habe ich in anderer Form, in anderen Paletten auch. Das ist halt richtig krasses Barbie-Pink. Ist aber, glaube ich, eh relativ ähnlich. Zum einen hier zu diesem H&M-Produkt und auch zu meinem Bobbi Brown Blush. Und da muss ich sagen, würde ich lieber H&M und Bobbi Brown behalten und das hier weggeben. Ah, hier ist noch ein Highlighter-Produkt. Stimmt, da bin ich... Das ist ziemlich das gleiche von Trend It Up. Das hier ist von Rival de Loop. Die sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich weiß noch nicht genau. Ich würde eigentlich ungern beide behalten. Das Highlight gefällt mir... Na, ich glaube, das gefällt mir bei... Rival de Loop besser, weil das hier sehr glitzerig ist bei Trend It Up. Bin aber unsicher. Ich muss nochmal ausprobieren, bevor ich mich da entscheide. Zurück zum Blush. Genau, diese zwei werde ich auf jeden Fall behalten. Genauso wie dieses Cushion Blush hier. Total süß. Von welcher Marke war das? Von Misha ist das. Cushion Blush kennt ihr ja wahrscheinlich. Ebenfalls ein Pinkton. Mag ich sehr, sehr gerne. Das hier ist neu von The Body Shop. Das ist ein Cheek und Lip Tint. Habe ich letztens irgendwann schon mal benutzt und es hat erstaunlich gut funktioniert auf meinen Wangen. Also es lässt sich sehr, sehr, sehr schön ausblenden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob das zu überbelichtet ist. Aber das werde ich, upsie, nein, das bleibt hier, das werde ich auf jeden Fall auch behalten. Eine Sleek Palette, die habe ich mal in einem Blog Sale von Consider Cologne abgekauft und ich muss die auf jeden Fall behalten für diese mittlere Farbe. Die ist, glaube ich, ähnlich zu NARS Orgasm, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe hier auch ein richtig knalliges Orange und nochmal so ein Rot, wie ich es von H&M auch habe. Aber der mittlere Ton, der ist der Hammer, deswegen werde ich die behalten. Das ist mein Lieblingsblush oder das, wozu ich am meisten tendiere, von Max Factor, das Pastel Compact Blush in Seductive Pink. Da war auch mal ein Hügel oben drauf auf dem Produkt. Das habe ich schon sehr, sehr runter benutzt. Das benutze ich auch fast jeden Tag. Hier noch zwei sehr, sehr schöne Produkte von Trend It Up. Zum einen ein sehr bräunliches Blush, was ich auch immer gern trage, wenn ich keine zusätzliche Farbe in mein Gesicht bringen möchte. Und das hier ist eine Art Flamingo Pink mit so Goldschimmer. Das ist auch richtig, richtig schön. Ein bisschen sehr pudrig, aber es hat einen tollen Glanz. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Und das hier liebe ich auch total. Das ist von L'Oreal die Infallible Blush Paint Palette. Die habe ich selber gekauft, die habe ich nicht zugeschickt bekommen. Und schaut euch mal diese Farbe an. Jetzt habe ich gar keinen Finger mehr frei eigentlich, aber egal, wir gehen einfach mal drüber. Schaut euch das mal an, ist das nicht geil? Das ist so ein richtiger Sonnenuntergangston. Ich meine, so intensiv würde ich den natürlich nicht tragen auf der Wange, aber ihr seht, was da möglich ist. Absolut wunderschöne Palette. Hätte ich L'Oreal nicht zugetraut, eine Palette in einer dermaßen guten Qualität mit Blushes rauszubekommen. Die sind nämlich richtig schön buttrig, das könnten Lidschatten sein. Richtig, richtig cool. Also diese Produkte werde ich behalten. Ich denke, ich werde mich irgendwann vielleicht von der Sleek Palette trennen, aber auch so aus nostalgischen Gründen, weil ich die von Consider Cologne vor 2-3 Jahren abgekauft habe, werde ich das behalten. Ja, und damit hätten wir diese Produkte hier aussortiert und alle anderen werde ich behalten. So, die nächste Kiste ist Base Produkte und da ist auch ehrlich gesagt viel, viel, viel zu viel da, weil ich das meiste davon tatsächlich überhaupt nicht leiden kann. Deswegen müssen wir hier wirklich mal drastisch reduzieren. Ich teile auf nach Puder, merkwürdige Foundation, dann Concealer, dann haben wir hier ein paar, wir diese Sticks, wo tue ich die hin? Ja, vielleicht auch da, das, solche Produkte, CC Cream, Foundation.
Okay, womit fangen wir an? Dann würde ich sagen, fangen wir mit Foundations an. Und ich glaube, die einzigen, die ich behalte, ist von Benefit die Hello Flawless Puder Foundation. Die habe ich schon ewig. Das war eine der ersten Foundations, die ich mir gekauft habe. Es ist aber auch tatsächlich eine der besten Foundations, die ich habe. Puder Foundations zumindest. Die darf bleiben. Ansonsten von Peripera meine Water Cushion Foundation darf auch bleiben. Obwohl ich die nie benutze. Hier habe ich noch eine Puder Foundation von Zar. Wobei das, ja, es könnte schon fast als Puder auch durchgehen. Das hier kommt auf jeden Fall weg. Das ist von Too Faced, ein Produkt, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin. Das ist eine BB-Cream, aber ja, sie ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu trocken und auch zu dunkel. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich könnte es als Contour-Stick benutzen, tue ich aber eh nicht, also kommt das weg. Ich habe hier eine DD-Cream von Mabe, glaube ich, heißt die. Und mit der komme ich nicht so richtig klar. Die war mir sehr, sehr ölig irgendwie, wenn die da rauskommt. Ich muss zugeben, ich habe die noch nie auf dem kompletten Gesicht aufgetragen. Aber die ist sehr, sehr flüssig, sehr, sehr kühl und ich bin eigentlich eher ein warmer Typ. Deswegen passt die mir nicht wirklich. Ich glaube, die war teuer. Ich habe die aber in so einem Blogger-Austauschpaket bekommen. Deswegen tut mir das nicht weh. Die Infallible Sticks. Ah, Mist, da sind sogar noch zwei Highlighter-Sticks dabei. Die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Aber ich habe auch Foundation-Sticks. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Riesenfan. Ich würde jetzt mal die dunklere Nuance behalten zum Konturieren. Aber die hellere, also die hautfarbene Nuance, würde ich tatsächlich weitergeben, weil ich glaube, es gibt Leute, die die mehr mögen als ich. Dann habe ich hier noch eine Matte Beauty Perfection Make-up von Dian Martin und Samtik Foundation. Die kommt auch weg, weil die benutze ich eigentlich auch so gut wie nie. Ach, hier ist noch ein heller Foundation Stick von L'Oreal. Der kommt auch weg. Bleiben von Foundations übrig diese drei Puder Foundation, zwei Puder Foundation und eine Cushion Foundation, weil das wirklich das einzige ist, was ich benutze. Und dieser dunkle Stick hier, Infallible Stick von L'Oreal zum Konturieren. Dann haben wir hier noch so andere Base Produkte. Hier habe ich zum einen eine CC Cream von The Body Shop. Die finde ich eigentlich ganz okay, wenn man mal nur so eine Auffrischung braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die aufbrauchen werde. Aber das ist tatsächlich ein Produkt, zu dem ich tendiere, wenn ich mal ein Instagram-Foto zum Beispiel machen will. Hier haben wir noch so zwei Professional-Probegrößen und eine MAC Strobe Cream Probegröße. Die werde ich, denke ich, auch behalten. Ich benutze sie zwar super selten, aber wenn ich mal einen wichtigen Termin habe und es drauf ankommt und meine Haut echt nicht gut ist, dann ist es gut zu wissen, dass man sowas hat. Ich würde jetzt keine Full-Size-Größe brauchen, weil ich das so selten benutze, aber in Probegrößen, finde ich, ist es okay. Dann Concealer. Diese Palette hier von L'Oreal habe ich jetzt ein paar Mal benutzt und ich muss ehrlich sagen, dass ich damit nicht zurechtkomme. Der hellste hier kriegt mir sehr in die Fältchen, diese beiden farbigen, die sieht man bei mir dann unter anderem Concealer immer durch. Ich glaube, die findet irgendwo anders ein besseres Zuhause. Das hier ist der Camouflage Concealer von Catrice. Der ist so, so alt. Ich glaube, bestimmt 3 Jahre und schon super trocken. Den werde ich deshalb aussortieren. Ich bin im Überlegen, mir die auch nachzukaufen, weil ich die echt gern mag. Aber ich brauche die auf jeden Fall in frisch, weil der hier ist nicht mehr gut. Den hier mag ich sehr, sehr gerne. Das ist der Instant Anti-Age Effekt der Löscher Auge. Einer meiner liebsten Concealer mit einer sehr, sehr hellen Deckkraft. Und der ist relativ, ja, feuchtigkeitsspendend oder fast schon ölig, würde ich sagen. Aber jetzt im Winter ist der super. Dann haben wir noch Trended Up Concealer. 3 Stück habe ich da. 01 und 02. Ich muss ehrlich sagen, die Deckkraft ist nicht so irre hoch. Ich bin unsicher, was ich mit denen machen soll. Alle 3 werde ich mit Sicherheit niemals aufbrauchen. Aber ich glaube, ich behalte sie noch so lange, bis ich den Concealer meiner Träume gefunden habe. Die sind es nicht, aber ich habe gerade auch keinen besseren in der Konsistenz. Ich habe zwar hier noch 3 von L'Oreal, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was das ist bei diesen, wie heißen die überhaupt? True Match Concealer von L'Oreal. Mein Problem mit denen ist, ich vertrage die zwar ganz gut und die halten auch einigermaßen und decken gut ab. Allerdings, wenn ich die unter meinen Augen auftrage, dann brennt mir das in den Augen. Also unter den Augen. Ich schmier mir das natürlich nicht in die Augen, sondern ich trage die unter meinen Augen auf und die dünsten etwas aus, das meine Augen brennen lässt. Deswegen, ja, bin ich nicht der größte Fan davon. Ich werde sie jetzt, wie gesagt, erstmal noch behalten, genauso wie diese. Bis ich meinen Traumconcealer gefunden habe, gebt mir da auf jeden Fall mal Tipps in den Kommentaren. Und das hier ist ein Sephora Concealer, den ich eigentlich relativ gerne mag. Wow, der ist auch schon ganz schön eingetrocknet. Oh, lieber Scholli. Außerdem ist der fast ein bisschen nicht meine Farbe. Der ist mir eigentlich zu kühl, wenn ich das mal so beurteilen darf.
Ja, dann glaube ich, muss der auch gehen. Der findet bestimmt woanders ein besseres Zuhause. Dann haben wir hier noch Puderprodukte. Und oh, du lieber Scholli, als erstes muss mal dieses hier gehen. Das ist von Trend It Up. Wenn ich ehrlich bin, das Einzige, was ich mag, ist dieses hier von Bourjois, das Healthy Balance Matt Mattierendes Blablabla Healthy Glow Puder, wie auch immer. Das ist das Puder, was ich tagtäglich benutze. Das gefällt mir ganz gut. Diese hier von L'Oreal, die wurden mir auch zugeschickt. Also eigentlich fast die ganze Infallible-Reihe wurden mir zugeschickt. Ach nee, das ist die Perfect Match tatsächlich. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe hier viel zu viele Farben. Und bin mir sicher, dass da welche dabei sind, die mir nicht passen. Das hier ist mir definitiv zu kühl. Also ich habe ein neutrales Puder, das werde ich mal behalten zum Ausprobieren. Ansonsten habe ich hier 3N, 6,5 warm und 4 warm. 6,5 würde ich mal definitiv behaupten, dass mir zu dunkel ist. 4 ist mir eigentlich auch definitiv zu dunkel, deswegen muss es eigentlich auch gehen. 3 kann ich mal ausprobieren. Ich befürchte allerdings, dass mir das auch, okay, das ist noch zu, dass mir das auch zu dunkel ist. Ja, ich wisst ihr was, ich gebe es weg, bevor ich es aufmache, weil ich sehe einfach, das ist mir zu dunkel. Das hier habe ich mir gekauft von Ellen Beatrix, das Loose Powder. Habe ich mir bei DM gekauft und ehrlich gesagt fast nie benutzt. Ich gebe dem nochmal eine Chance, ich behalte es für alle Fälle, aber ich weiß nicht, ob ich damit wirklich warm werde. Damit hätten wir diese Produkte hier, die bleiben. Und diese Produkte hier, die gehen müssen. Mascara. Das hält sich wirklich in Grenzen, das geht super duper schnell. Also relativ neu sind diese beiden hier, die habe ich erst vor kurzem gekauft, die dürfen dementsprechend bleiben. Diese hier ist ein Backup, die ist noch zu. Gut, diese hier ist auch relativ neu, das ist die Paradise Ecstatic von L'Oreal, die wurde mir zugeschickt. Ich bin kein Riesenfan von der, aber ich werde sie mal noch behalten und ein bisschen benutzen. Auf jeden Fall weg kann diese hier, das ist die Maxi Drama Cool Kajal von Turn It Up, die ist schon super duper alt. Die There Real ist nicht so alt. Die hat halt dieses riesige Bürstchen. Ja, ich werde einfach mal versuchen, die aufzubrauchen. Ich bin auch kein Fan von der The Falsies Push-Up. Ich tendiere niemals dazu, die zu benutzen. Deswegen kommt die auch weg. Diese hier benutze ich ab und zu. Das ist die False Lash Superstar X-Fiber, wobei ich nur die erste Schicht benutze. Bei der zweiten sind diese Fiber drin. Und ich habe immer Schiss, dass ich die ins Auge kriege. Da habe ich echt keine Lust drauf. Deswegen benutze ich diese Seite eigentlich gar nicht. Aber die Seite kann ich ja aufbrauchen. Bleiben diese Mascaras übrig. Augenbrauenprodukte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, so, was haben wir denn da? Ach, das hat da gar nichts verloren. Das sind Proben von dieser Augencreme von Benefit. It's Potent Eye Cream. Die wird mal woanders untergebracht. Ach, schau mal an, hier sind auch noch zwei Eyeliner, die kommen auch mal weg. Ah, und noch eine Probegröße. Eine Probegröße der The Real Mascara, die kommt auch woanders hin. Dann habe ich hier den Brow Conditioning Primer von Benefit. Dem muss ich nochmal eine Chance geben, den habe ich nicht so ernsthaft getestet, deswegen darf der bleiben. Dieser Augenbrauenstift von Turn It Up, den finde ich nicht so toll, deswegen geht der. Das hier ist Augenbrauenwachs von Sumita. Das ist schon so viele Jahre alt, deswegen darf das auch mal gehen. Dieses Produkt von Trend It Up benutze ich fast täglich, deswegen darf das auch bleiben. Da sind Fibers drin, das mag ich nicht so gern. Aber es hält eigentlich ganz gut. Diese zwei Brow Artist Expert Stifte von L'Oreal. Ja, die sind so lala, aber für Notfälle, wenn es schnell gehen muss, sind die eigentlich nicht übel. Das hier ist mein absolutes Lieblingsprodukt, das ist das Eyebrow Powder von Turn It Up. Das benutze ich jeden Tag und das liebe ich, das ist auch genau meine Farbe. Die Dip Brow Pomade in Auburn von Anastasia Beverly Hills ist schon ziemlich eingetrocknet, aber ich glaube, ich kann die irgendwie wieder beleben, muss mich nochmal informieren. Deswegen darf die fürs Erste bleiben, bis ich mir ganz sicher bin, dass die ausgetrocknet ist, weil diese Dinger sind schweineteuer und das ist halt auch noch meine Farbe. Ein sehr ähnliches Produkt von L'Oreal, Paradise Pomade Ecstatic, hatte ich im Urlaub mit dabei und war ich eigentlich auch recht zufrieden damit. Ist halt ein bisschen anstrengender zu benutzen als Puder oder ein Stift. Noch zweimal Augenbrauengel von Alverde, das ist auch mehr oder weniger ein Backup. So richtig benutzt habe ich die noch nicht, aber ja, ich hasse sie jetzt auch nicht, deswegen dürfen die mal noch bleiben und ich werde sie ausprobieren. Somit habe ich dann eigentlich nur diese zwei Produkte hier aussortiert und diese ganze Kiste darf bleiben.
So, ich sitze ja inzwischen hier auf dem Boden vor meinem Schminktisch, bin voll geschmiert mit allen möglichen Sachen. Aber wir sind jetzt ungefähr gut durch die Hälfte, kategorienmäßig. Wir haben jetzt noch zwei sehr, sehr, sehr große Kategorien, nämlich Auge. Dazu gehört Lidschatten, alle möglichen Kajalstifte, Eyeliner, Lidschattenpaletten und Lippenprodukte, was natürlich auch eine riesen Kategorie ist. Bedeutet, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, ob die direkt nacheinander kommen. Ich gehe davon aus, dass jetzt erstmal noch ein anderes Video kommt und ungefähr in einer Woche wieder so ein Video kommt. Also wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt und die Verlosung, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ich muss mal gucken, ob es nur noch einen Teil gibt oder ob es vielleicht sogar noch zwei Teile gibt. Einer nur Auge, einer nur Lippe, weil dann kann ich das ein bisschen ausführlicher machen. Ihr könnt das ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht. Ein Video für beides, was super lang wird, oder zwei Videos, wo ich mehr ins Detail gehe und euch die Sachen ein bisschen genauer zeige. Bin gespannt, wie ihr euch entscheidet, und ich muss jetzt, bis ich das nächste Video drehe, hier im Chaos leben. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss! Mwah!